Isaiah answers Zeilichet as am Zans. Na det nächste Mal dann sei wie matte do aber wat am Donner am answer Zeilichet. So wat asset dann nu? Asset am Zans oder asset nech? En 2. Timotheus 2, Vers 15 sagt, dat wie zelle flietig zijn, van Gott de Onerchanung te kriegen. So wie wel, Gott wel ons de Onerchanung geven, aber wie matte flietig zijn, die te kriegen. En dan in Römer 12, Vers 2, da sagt, wie zelle ons nicht de Welt gleichstellen, aber wie zelle ons verändern lote durch unsere Gesinnung. So dat brugt en fliet am Donner ons, am unsere Gesinnung verändern. Wir wollen von da wieder reden mit Corny Penner. Er redet von Microwave Christians. Und so von da wird er dort erklären, was er damit meint. Wenn so viele von uns, die wollen sitzen und beten, und Gott soll uns Gebet antworten, und er antwortet uns Gebet und sagt uns, was wir tun können, um dort Gebet die Antwort zu kriegen. Und wir sitzen aber bloß in Beten und hoffen, Gott wird tun. Dort ist dann, wir sind zu viel, um dort tun, was Gott uns sagt, und dann kriegen wir uns Gebet dreimal die Antwort. Die ganz meiste Zeit, wenn uns Gebet nicht die Antwort ist, beantwortet wird, dort liegt nicht an Gott, aber dort liegt an uns. Aber dann macht wie flieht am Daune, um die Erkenntnis von Gott zu kriegen. Was muss sein, was wie von Corny Penner lehren worden von Microwave Christians? So, liebe Freund, als ich du wie, je hörst du in deinem Wort erzählt, deut nu auch so wieder, wo ich nicht du sie. Schafft mit Furcht und Zettere, dort die Säule schwore. Philipper Kapitel 2, Vers 12b. Fei weg, als wir taub vertalte, dann hätten wir ab mit dort die Reds von Microwave Christians. Was meinst du damit? Wenn ich von Microwave Christians rede, dann rede ich von, wir sind in so einer Zeit, dass wir alles well hastig getan haben. Wir wollen uns zu viel Arbeit eten abwärmen oder frisch kochen. Wir wollen das bloß. Ich will eine Microwave schmieden und hastig haben. Und dort ist mit Geld und alles so, dass die Bibel sagt, Geld hastig gewonnen. Als hastig verspielt. Und wenn ich an denke, Jesus sagt, dass die selbst wundern, was ich tue, und gerade wo ich tun. Wo wein sollen wir nicht so viel wundern? Wo wein sollen wir nicht die Wunder Gottes, dass es zu tun wird, zu deutet wird, wenn Jesus sieht, wie wir, wenn Jesus sieht, dass er hat alles getan für uns, dass wir gerade würden können tun, als was er getan hat. Und ich habe viel immer noch gedacht. Und dort ist mir wichtig geworden. Und Wunder Gottes seine oder was, da macht wir was zu tun. Unsere Seligkeit, die hat Jesus für uns gekauft. Er hat alles gewonnen für uns. Er hat unsere Sinn betont, er hat unsere Krankheit auf sich genommen, er hat alles getan für uns, wie wir das nehmen. Aber wo wollen wir Christus die Trübe mit dort nehmen? Wo wollen wir die Trübe mit dort Geschenk aufpacken, was Gott uns hat? So dann, die Seligkeit ist umsonst. Und dort wollen wir alle nicht. Die Seligkeit darf wir uns, nicht verdienen. Aber warum sagt die Schrift dann auf einer Stelle, schafft jene Seligkeit? Mit Furchte etc. Wenn was immer was wird haft, dann macht viel schafft, das behandelt sich am Tiet. Und wenn ich hier ein ganzes Suitcase voll Geld hat, Millionen Dollar, und ich gebe die dort, und das ist teuer geschlossen, und gebe die dort nochmal, um das Suitcase abschlitten. Und das ist das, was er besiegt hat, das hat die niemals was. Du weißt nicht mehr, was der Berne ist, wenn ich dir das nicht gesagt habe. Und du hast, ja, du hast das geschenkt. Aber was du nimmst und drehst dich schlägst, nur der rechte Sohle, und merkst, oh, was du das nicht weiter, dass da Millionen Dollar Berne sind. Und dort ist das erste Mal, was ich von rede, von Microwave Christians. Das brückt in Anstrengung. Das brückt, wenn einer Krankheit hat,
in einer Welle, in Wunderhaar einer Welle gesund wurde davon, oder dass das in jeder steht von ans Leben, unterwand. Aber wenn einer kann, muss er das als Kräf, weil wir nicht von dort reden, wenn viele Menschen zahnen dort, aber einer kann sich Zeit nehmen, in der Bibel studieren und das in sagt, durch dass Jesus verschleiert wird, sehr wie geheilt. Mm-hmm. Jesus hat die Krankheit ab sich genommen. Mm-hmm. In einer Zeit nimmt er dort studieren, dort einer weit, oh, das ist Gottes Wille, dass er geheilt war. Nach einer Zeit nimmt er sich da nachlaute, vielleicht die Irrgetau mehr, und sich da nachlaute, und dass er stuhl da beim Kreuz Jesus, und er sei dort, hei ist da am Kreuz, und dort ist mein Kräf, wo hei, der Kräf, was in mein Körper ist, was am da wirklich dort gemerkt hat, wo wenn er starf, dort wird nicht wehen, was sie da am deide, dort wird die Krankheit ab mir. In einer Sitte, dass die Krankheit merkt am Dort, und an einer Sekunde nachlaute, wo einer da, wo sie am Dort an einem Graf gedreht haben, mit der Krankheit, was am Dort gemerkt hat. Und dann kann so weit kommen, dass einer dann sitzt, dort am dritten Tag steht, hey, ab ganz gesund, und einer jährt mit am Top in dem Graf rührt. Dann mit einmal blüfft die Krankheit da hängen, dann hat einer dort man einmal klar. Aber wenn einer bloß will, dass manche einem ansaubern oder manche sollen beten für einen, dann soll das alle ewig sein. Einer will nichts dazu tun, dass das Kreuz ist, wenn wir essen. Erst gemerkt, dass wir eine Microwave nicht schmieden. Wir wollen das plötzlich haben, wir wollen das nicht haben, wir wollen das nichts tun. Und das ist nicht so nahrhaft, das ist nicht so gut. Und das ist, was ich von rede von Microwave Christians. Die Bibel sagt, wir sollen uns Glauben in die Ohren bären. Mit sehr scharfen. Mm-hmm. Dort hat nicht mehr zu tun, dass wir uns Glauben ausarbeiten oder dass wir mit den Schafen zum Himmel kommen. Dort hat mehr zu tun mit dem Glauben, dass wir dort kriegen, was Gott für uns available hat. Mm-hmm. Und dort habe ich Leben mit Mosaik abtragen. Wenn früher es mich froh und sei, oh, mein 3 Jahre alt, dort schreit bloß einmal und höre ich bloß nicht. Und nu was ha ich so für die Bede, dass das Kind muss soll gehörsam sein, oder dort wird nicht, ich kann für die Bede, dort Gott die wird Kraft geben, aber Gott wird sagen, ich habe dir das Kind gegeben, ich will du sollst das Kind lehren. Und mit Geld kriege ich so, wir reden letztens von Geld. Wir können nicht bloß sitzen und beten, dann wird das Geld reinen vom Himmel, nicht? Gott sagt dir, ich habe dir den Trock gegeben, ich habe dir Hänge gegeben, du kannst dir umstehen, Anfut in die Kost vor. Ich gebe dir alles, was du brauchst, damit du kannst dort überarbeiten. Ja, dort ist mit rein alles so. Wenn einer Trouble hat mit den Tingen, dort vielmehr ist dort einem Sinn in der Trouble, und aber manchmal sind das die Tingen. Und aber wenn einer dort kann, um Kreuz nehmen, und seine dort erst das Ding kriegt, was Jesus dort gemerkt hat, dort wie viele Filme bloß dort, oh, das ist die ganze Welt, aber das wird meine Schuld, meine Anrechte im Geld, das wird meine Anrechte Entscheidungen, was ich möchte, was das dazu braucht, dass ich nenne. Und wenn ich dann um Kreuz gehe und sage, dass die Armut, die Anrechte Entscheidungen, das ist wirklich, was Jesus dort gemerkt hat. Wenn wir das wollen nehmen, oh, das ist die ganze Welt ihre Sinn, weil dann habe ich mein kleines Paar Schuld da an, dann habe ich nichts damit tun. Aber wenn wir uns das gerne anlösen, dass es wirklich krank, meine Schuld, meine rechte Entscheidungen, meine vielleicht nicht vielseitig sein, mein nicht abpassen, dort ist, wo wenn Jesus dort hungert am Kreuz, und dort ist, wo wenn er dort starf mit deinem Los, und dein Name hat im Graf nicht. Und dann steht er ab mit hunderte Füße voll Geld und kommt in dem Graf rüber. Und ich gehe am da hängen ran in dem Graf rüt, dann ist dort alle hängen geblieben, dann ist dort alle dort, und dann habe ich allein nicht wiederzukommen. Mm-hmm. So, das ist ein Bild von, was du dir kannst morgen am Kopf oder am Hort. Mm-hmm. Dort,
dat het niet dat hij ruit heim met geld, maar die wordt dat kloor, dat de oormoed, die heeft hij verbetoeld. En wanneer dat eerst kloor is aan hoort, dan op eenmaal vangt hij dat werkelijk aan te beleven, niet zo? Ja, dan vangt hij dat aan te geloven en beleven. En ohne geloven is het aanmerkelijk God te je vallen. En wanneer hij dat blijven deed, dan kan einer die, dan als Gott haft dat alle betoelt, hij haft ons dat alle geeft, hij haft dat alle voor ons gedaan. Dat is niet wat hij niet voor ons gedaan heeft, maar wie moet dat eerst blijven en moet dat beeld meer aan dat mijn schuld is, wat Jezus moet sterven om Christus, en dan dat im Graf land gedaan is. En dan hij komt zekerlijk uit. Die Schotte hat er alle betont, die hat er rein alles kraken, dat one part von ans Leben dort ist. Für jeder Part sind der Farge in der Bibel, dat hat er die Schotte alle betont hat. Dann kommen wir rüt, siegreich mit am Taub. Und dann haben wir dem Glauben, was das fehlt. Und wenn der Glaube da erst ist, dann sagt Jesus, was immer je sei, wenn je mich freuen, dat je dort ha, dort wo je ha. Wenn du wirst gleich mehr von Corny Penner zu hören, dann kannst du seinen YouTube-Channel gehen, Corny Penner. Wenn du wirst gleich selbst mit ihm zu reden, ihm vielleicht eine Route fragen, dann kannst du ihm eine WhatsApp-Message checken ab 205 381 2798 und dort sind Nummer von Kanada. Um mehr lernen, go to my website gladysrempel.com or on YouTube and seek no mein Name, Gladys Rempel. Wenn du eine Frage hast oder du mich wirst gleich hinter kontakten, dann kannst du mir eine Text Message oder eine WhatsApp Message schicken auf 205-895-5883. Oder du kannst mir eine E-Mail schicken no grempelp@gmail.com.